يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، liebe Geschwister, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kommen wir heute zu einem weiteren Bittgebet aus Surat al-Baqarah, und zwar das bekannte Bittgebet am Ende von Surat al-Baqarah, in dem es heißt: Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Unser Herr, belange uns nicht, wenn wir etwas vergessen oder einen Fehler gemacht haben. Eine wunderschöne Dua am Ende dieser Sura. Hierzu wurde gesagt: Allahu la yuridu lana al-mashaqqa. Allah subhanahu wa ta'ala möchte für seine Diener keine Erschwernis. Im Gegenteil, er will uns alles erleichtern. Allahu la yujibu alayna ma la nastati'u an natahammala. Allah subhanahu wa ta'ala legt uns nichts zur Pflicht auf, was wir nicht ertragen oder was wir nicht verrichten können. Ja, man braucht eine gewisse Kraft und Opferschaft, beispielsweise für die 5 Gebete oder einen Monat zu fasten. Das braucht einen gewissen Akt an Opfer bringen und an Stärke mit sich bringen. Aber trotz alledem ist der Mensch, kann der Mensch bzw. der Muslim diese Taten vollbringen. Denn die Völker vor uns, ihnen wurden viel, 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 viel härtere Sachen auferlegt als uns. Das Wort tu'akhidna bedeutet Strafe. Al-mu'akhadha, ein arabisches Wort, bedeutet Strafe. فَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ إِنْسَانًا بِأَمْرٍ فَمَعْنَ ذَلِكَ أَنَّهُ سَيُعَذِّبُهُ. Das sehen wir auf dem Koran, dass dieses Verb oder Wort vorkommt. Er sagt hier, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen أَخَذَ, also einen bestraft, durch irgendeine Gelegenheit, so bedeutet das, ihn der Pein zu untersetzen. Er sagt in Surat Hud, إِنَّ أَخْذَهُ, hier haben wir das Wort أَخْذَهُ, heißt eigentlich nehmen, aber hier ist gemeint nehmen und bestrafen. Inna akhdahu alim und shadid, sagt Allah. Seine Strafe oder sein Packen ist alim, shadid, schmerzhaft und hart. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hier haben wir nochmal das Wort, walau yu'akhidullah, hier haben wir wieder das Wort mu'akhadha. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba. Er redet über die Menschen und über die Erde. Er sagt, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen belangen würde für das, was sie begangen haben an Sünden, würde auf ihrem Rücken auf der Erde niemand mehr bleiben. Warum? Weil alle sündhaft sind und jeder die Strafe verdient hat. Subhanallah. فَيَسْأَلُ الْإِنسَانُ رَبَّهُ أَنْ لَا يُؤَخِذَهُ. Also ist es doch vom Fiqh, vom Verständnis, dass du deinen Herrn fragst, dich nicht zu bestrafen. Und genau das finden wir im Bittgebet von Surat al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna. O Allah, belange uns nicht, in Klammern, bestrafe uns nicht. La siyama idha akhta'a aw nasi. Und erst recht wollen wir die Strafe nicht, wenn wir Sünden begehen, aufgrund unserer Schwäche oder vergessen. Und das sagt die Dua aus. Rabbana la tu'akhidna in nasina, wenn wir vergessen, au akhta'na, oder Fehler begangen haben. Fakullun minna urdatun lil khata', denn jeder von uns ist dem Fehler ausgesetzt. Früher oder später wirst du einen Fehler machen, ob du willst oder nicht. Warum? Weil es liegt in der Natur des Menschen. Kullu bani Adam khata', und jeder kennt den Hadith, jeder Sohn Adams ist fehlerhaft oder macht ständig Fehler. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. Und diejenigen, die ständig Fehler machen, davon gibt es eine Gruppe, das sind die Besten. Die besten Fehlermacher oder die Besten, die viele Fehler machen, sind wer? Sind diejenigen, die auch viel
die Tauba verrichten und ständig um Vergebung bitten. علمنا الله أن ندعوه بأن لا يؤاخذنا أو بأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الله سبحانه وتعالى bringt uns hier eine wunderschöne Dua bei, und zwar, dass er uns nicht bestraft, wenn wir vergessen oder wenn wir Fehler gemacht haben. Und deswegen nochmal der Appell, die Bittgebete des Korans sind die schönsten und effektivsten, weil Allah uns hierbei bringt, wie wir ihn anrufen sollen. Und höchstwahrscheinlich, sagen die Gelehrten, sind diese Bittgebete alle angenommen. Denn Allah bringt uns nicht ein Bittgebet bei und nimmt es dann nicht an. Subhanallah. وَهَذَا مِنْ فَضْلِهِ عَلَيْنَا. Und das gehört zu schönen, zum Geschenk, was er uns gegeben hat, und zur Gunsterweisung, dass Allah subhanahu wa ta'ala, welches Allah subhanahu wa ta'ala uns bzw. seinem Diener gegeben hat. Er zeigt dir, rufe mich so an, mach ein Bittgebet so, wie ich es möchte, damit ich es dann auch annehme. وَحُسْنِ تَرْبِيَتِهِ فِي هِدَايَتِنَا. Und er erzieht uns so in unserer Rechtleitung. Sage dies in diesem Fall, sage dieses Bittgebet, wenn du so und so dich gerade fühlst, wenn du gerade dies und dieses Problem hast, spreche dieses und jenes Bittgebet aus. فَأَنْبَغِي لِكُلِّن مِنَ النَّاسِ وَالْمُخْطِئِ التَّوْبَةُ وَالْاِسْتِغْفَارُ مِمَّا حَصَلَ مِنْهُ فِي غَفْلَتِهِ. Er sagt, so gehört es sich einfach, dass alle Muslime, besonders diejenigen, die ständig sündigen, dass sie die Tauba verrichten, also die reuige Umkehr mit ihren Bedingungen, und al-Istighfar, das Sagen von Astaghfirullah, von all dem, was wir so machen in der Zeit der Achtlosigkeit und Unachtsamkeit, während du dahin schweifst und Haram schaust und guckst und hörst und machst. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung, und erst recht, wie gesagt, durch dieses Bittgebet am Ende von Suratu Al-Baqarah. Warum? Damit unsere Herzen nicht verhärten, indem wir die Sache auf die leichte Schulter nehmen. Also sagen wir, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na. O Allah, bestrafe uns nicht, wenn wir vergessen oder einen Fehler begehen oder begangen haben. Hada wallahu a'lam. والحمد لله رب العالمين